Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia. In der letzten Folge ist unser Bruder, glaube ich, da unten durch das Tor geflüchtet. Und wir sollen jetzt in Salomons Kammer. Na dann schauen wir doch mal, wie es dort aussieht. Hoffentlich hat er aufgeräumt. Sonst wäre ich aggressiv. Ja, komm hier runter. Habt keine Angst. Es ist nicht tief. Nur sehr tief. Ich hol dich ein. Ja, ich nehme bloß den längeren Weg. Geht viel schneller. Ja, zu Recht. Und vor allem muss ich auch immer nachdenken, wohin ich gehe, ne? Der Typ rennt einfach nur und... Guck mal, bin in der Kammer. Oh, da musste ich rüber. Okay, dann nochmal rauf. So. Hier das mal kurz abgrapschen. Nur weil da das Zeichen drauf ist. Ansonsten ja nicht so. Bin ja nicht so der Abgrapscher. Bin eher so der direkte Typ, ne? Du Arschloch. Ungefähr so. Alter, hast du Probleme? Komm. Da. Hab ich euch? Hab ich euch. So, das hier mal abgrapschen. Und dann schnell durch. Floink. Oh Gott! Was geht hier ab, Freunde? Habt ihr eine Teeparty? Ist ja schlimm. So, chinesische Teeparty, wa? Ja, kenne ich sowas. Mach ich auch immer. So, dem habe ich einen Kinnhaken verpasst. Und du gegen die Wand. So. Haben wir hier mal aufgeräumt. Joa. Oh, guck mal, Abgrapsch-Symbol. Ja, da komm ich ja nicht hin. Guckst du, ist offen. Oh, da komme ich hin. Roll, mein Freund. So. Da drüben auf die Steine. Einmal an der Wand entlang. Trallali und trallala. So. Oh, guck mal. Ist das Salomons Kammer? Salomon! Wo bist du? Drücke Leo, um an eine Säule zu springen. Oh ja, ich muss die Säule befruchten. Die Säule mag es, befruchtet zu werden. So, genug befruchtet. Jawohl, genau da wollte ich auch hin. So, erstmal hier die Säule befruchten. Wieder. So, dann. Schön hier platzieren und auf die andere Säule. Na. Wie eine kleine Bestie. So. Und rüber hier. Der Palasthof. Diese Tore führen zu den Schatzkammern. Ich muss irgendwie dort hinunter. Ja, die Säule habe ich gar nicht gesehen. Da war irgendeine Fahne hinter mir. Ach egal, ich muss wahrscheinlich auf die Säule. Bisschen befrockten, ne? Weißt du Bescheid. Wenn er zur Kammer geht, will er etwa König Salomons Armee entfesseln? Es wäre töricht, die Invasion mit einer mythischen Armee aufzuhalten. Ich muss ihn warnen. Gar nichts musst du. Du musst sterben, das musst du. Los, meine Freunde! So. Einmal ins Gesicht geschlagen und jetzt geht's weiter.
So, du gehst mal spazieren. Das magst du ja so gern. Dir würde ich vorschlagen, du nimmst eine Auszeit. Warte, ich schaue nur mal kurz nach meinem Kollegen. Oh. Er macht ein kleines Nickerchen. Aber sonst geht's ihm gut. So. Wohin? Wahrscheinlich so und dann auf die Säule. Jep, genau. Dann auf die Säule. Tralala und auf die Säule. Einmal rundherum und auf die nächste Säule. Und dann hier runter. Alter. Du sollst dich doch an der Fahne festhalten. Was bist denn du für einer? Ach nee. Komm, das haben wir schon gesehen. Diese Tore führen zu den Schatzkammern. Ich muss irgendwie dort hinunter. Ernsthaft? Supi, die kämpfen ja immer noch da oben. Wenn er zur Kammer geht, will er etwa König Armee entfesseln? Freund, wo gehst du hin? Du musst ja nur hier auf die Säule. Ich muss ihn warnen. Spider-Man! Spider-Schwein, Spider-Schwein. Er macht das, was ein Spider-Schwein macht. Gebt acht, er ist ein Spider-Schwein. Ah, Jinga! Gleich mal zwei mitgerissen. So, den gegen die Wand. Na, Freund, was geht? Einmal ins Gesicht. Und dir ein paar Mal in die Fresse. So. Dass die auch immer gleich verschwinden, ne? Naja. Sie haben es ja auch nicht leicht im Leben. Ja, habe ich doch. Und dann bin ich gestorben. So. Wandlauf, Wandlauf, Wandlauf. Säule, Säule, Säule. Achso, ich bin erst später gestorben. Stimmt, da war ich ja schon. So, einmal ringsherum. Einmal ringsherum. Und Sprung. Dann rutsche ich einfach runter. Wenn ich nicht von oben an die Fahne komme. Okay. Habe ich beim ersten Mal verkackt, gebe ich zu. Oh, schönes Gärtchen. Na, Freunde? Schon für Halloween eingesammelt? Süßes, sonst gibt's Saures. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Freunde, was ist denn mit euch los? So kenne ich euch gar nicht. Haha, ich fliehe. Oh, kann ich ja sogar wirklich. Jetzt bin ich gespannt, was die machen. Ach ja, nichts. Wer hätte es gedacht? So, erstmal dem Fetten in die Fresse. Ich klopp euch. So, Fetti McFettfett. Komm mal ran. So. Ich euch erledigt, Schweine. Da muss noch ein Eingang sein. Dann würde ich dir vorschlagen, du suchst diesen Eingang aber vorher. Holen wir so ein paar schöne rote Kügelchen. Gibt es hier noch rote? Da drüben sind noch rote Kügelchen. Ah, rote Kügelchen. Wie ich sie liebe. Rote Kügelchen sind mir schon in den ersten Spielminuten ans Herz gewachsen.
War das eigentlich Salomons Kammer, was wir da vorhin gesehen haben, oder eher nicht so? Ich denke mal schon. So. Wieder hier ein bisschen Säulentaktik. Bisschen Säulentiktak. Na, haben Sie einen Tick? Ich würde sogar sagen, Sie haben einen Tag. Ja, komm. Werbungsgeschädigte Menschen, so wie ich, kommen in der Gesellschaft immer gut an, weil sie immer schlechte Werbesprüche auf Lager haben. Was? Ah! Yippie! Überschlag! Überschlag! Hui! Ah, das war ja mal schön. Dann komm hier ran. Hui! 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 So. Haben wir das auch gelernt? Jetzt anscheinend Wandlauf. So. Hui! 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 So, erst ein bisschen ab. So, Freund. Und hui! Und hui! Wuhu! So. Da ist eine Fahne. Und... Alter, dreh dich zur Fahne. Die Fahne mag dich. So. Die Schatzkammer. Als ich die Kammer erreichte, verstand ich, warum Malik hergekommen war. Die Armee war seine letzte Hoffnung. Sonst blieben ihm nur Rückzug und Niederlage. Redet er eigentlich immer mit sich selbst? Der macht mir ein bisschen Angst. Was passiert hier? Geld! Geld, 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 Geld. Oh, ich habe Geld. Komm, nimm mit. Schätze. Geld, 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 Geld. So, es reicht wieder. Genug Geld für heute. Aber man kann doch nie genug Geld haben. Ja, da hast du recht, aber für heute reicht's. So. Mal schön schwingen. Hui. Und schwingen. Und schwingen. Geld, 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 Geld. Du bist voll geldgeil. Ja, komm. Lass das. Du hättest auch gern 5 Euro mehr. Gib's doch zu. Springe von Wand zu Wand, um nach oben zu gelangen. Ja, sonst habe ich ja nichts zu tun, wa? So. Noch mehr Geld. Ist da Geld drin? Nein, natürlich nur komische hier rote Kügelchen, die in mein Herz gehen. Oh, sie berühren mein Herz. Ich werde auch gleich dein Herz berühren, du. So. Und in die Fahne. Dass ich immer die schönen Fahnen kaputt machen muss. Das will ich nicht. So, und noch eine Fahne. Die Fahrstühle der Antike. Kaufen Sie jetzt Fahnen und ein Messer. Mit der Fahne und einem ausgewählten Messer erhalten Sie Zugang zu vorher noch unerforschten Orten. Muss ich da wieder rauf? Ja. Geld! Oh, Geld! Ich mag das, wenn hier so viel Geld ist. In meiner Nähe. Und es gehört alles mir. Okay. Gut, erstmal einen Plan überlegen und dann über Geld freuen. Also. Ich würde mal sagen, hier entlang, hier rüber, hier rauf und ein paar Zentimeter daneben. Gut, dann nochmal. Also wir müssen die Wand entlang laufen, dann auf die andere Seite springen und auf der anderen Seite, also Wand, 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 rüber, rauf, 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 rauf. Gut, nochmal. So, erstmal rauf hier. Erstmal rauf hier. Gut. Wand. Sprung. Und rauf. So, und am Teppich. Hm, guck mal, Vase. Oh. Oh.
Nein, die Albanisch oder was? Die Angreifer waren Bala. Über den Kammern. Sie stießen auf keinerlei Widerstand und rafften leise die Schätze. Ich wusste, dass der Palast verloren war. Hallo? Na, pirsch dich doch nicht so an. Ich hab dich doch auch lieb. Stell dich nicht so an. Du willst es doch auch. So. Fetti McFettfett. Wieder eine reinprügeln. So, einmal gegen die Wand mit dir. Und deinen Freund kannst du gleich mitnehmen. So. Meine Schätze. Alles meins. Alles meins. Gut, dann beenden wir diese Folge in der Schatzkammer. Ich werde noch ein bisschen ausplündern. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, ob wir von der Kripo verhaftet werden oder nicht. Ja, bis dahin. Oh, Geld!